Das neue Gebot. Einmal im Monat treffen sie sich im katholischen Gemeindezentrum der Pfarrei St. Johannes der Täufer in Celle Vorwerk. Die 10 Frauen sind Mitglieder einer kleinen christlichen Gemeinschaft. Sie kommen zusammen, um miteinander die Bibel zu teilen. Beatrice Doms ist seit 10 Jahren dabei. Das Bibelteilen ist eine Art, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, in der man nicht über das Wort spricht, sondern sich vom Wort berühren lässt. Man liest gemeinsam einen Text und jedem ist es wahrscheinlich schon mal passiert. Man bleibt dann vielleicht an einem Halbsatz hängen und bekommt während des Bibelteilens die Möglichkeit, darüber zu schweigen und das Wort nochmal in sich nachwirken zu lassen und entdeckt dann eine Beziehung, die dieses Wort mit dem eigenen Leben hat. Wer glaubt, bei den Frauen handle es sich um fromme Eigenbrötler, der irrt. Denn Kirche findet vor allem im Alltag statt. Davon sind sie überzeugt. So haben die Mitglieder der kleinen christlichen Gemeinschaft in Kooperation mit der Caritas eine Hausaufgabenhilfe für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund gegründet. Egal ob Nachhilfe in Deutsch, Hilfe bei den Mathehausaufgaben oder Vokabeln lernen, für jedes Problem finden die Kinder einen qualifizierten Helfer. Ich wurde auch besser in der Schule bei Mathe. Ich habe in Kunst eine 2 geschrieben, früher hatte ich eine 3. Also hier habe ich Deutsch gelernt und in der Schule bin ich hier jetzt auch besser und ich gehe gerne hierhin. Ein ehemaliger Lehrer und eine ehemalige Lehrbeauftragte für englische Sprachwissenschaft gehören mit zum Nachhilfeteam. Zwar sind nicht alle freiwilligen Helfer Mitglied der kleinen christlichen Gemeinschaft, doch eins haben sie gemein. Sie wollen ihre Zeit sinnvoll nutzen, um die Kinder zu unterstützen. Was ich in der Schule machen konnte, kann ich hier fortsetzen. Und deswegen, weil ich es eben auch für sehr wichtig erachte, mache ich das hier sehr gerne. Für mich war immer klar, wenn ich meine Berufstätigkeit abgeschlossen habe, möchte ich gern Kindern bei den Hausaufgaben helfen, Kindern, die es nötig haben. Eine Brücke bauen zwischen Alltag und Glauben, das ist das Ziel der kleinen christlichen Gemeinschaft in Celle. Und in Zeiten leerer werdender Gotteshäuser und sinkender Priesterzahlen können sie eine Ergänzung sein zum traditionellen Gemeindeleben, findet Beatrice Doms. Also ich denke, sie sind ein Teil der Zukunft der Kirche, weil wir erleben es hier, dass immer mehr Menschen sich angesteckt fühlen von dem, was wir machen, sich dafür interessieren und das auch entdecken, dass Kirche auch was mit Tun zu tun hat. Wie kleine christliche Gemeinschaften Kirchengemeinden vor Ort beleben können, darum geht es auch in einem Symposium vom 10. bis 12. Juni auf dem Bernwardshof in Hildesheim unter dem Motto »Die Rückkehr der Verantwortung«.